in die Zellenstelle. Ja, absolut, das ist toll gewesen. Du hast etwas runtergekommen, jetzt so viel raus. Wir haben nach dem 3 eingeschaltet. Okay. Und dann haben sie dich gezeigt und dann haben sie alle raus. Und wir haben Freude gehabt, wenn wir dich gesehen haben. Okay. Das ist so. Grüß die Schweizer Sportler. Willkommen, Roger Federer, hier in Ihrer Heimat. Sie werden gefeiert, überall, wo Sie hinschauen. Wie haben Sie es erlebt, das Rennen heute? Gut, am Abend hat es mir recht leid, dass natürlich so viele Fahrerinnen ausgeschieden sind. Das wird schon nie. Wichtig ist immer, dass natürlich alle unverletzt runterkommen. Vor allem in der Situation, in der ich mich befinde, bin ich natürlich noch viel mehr auf das ausgerichtet. Hoffentlich sind alle okay. Oder? Aber es war natürlich wunderbar gewesen für mich, hier in der Lenzerheide dabei zu sein. Ich wohne 5 Minuten weg. Und von dem her ist es toll gewesen. Ich war immer sonst unterwegs gewesen. All die Jahre natürlich. Und jetzt endlich bin ich mal hier. Leider wegen dem Knie. Aber es war super gewesen, so viele Fahrerinnen zu treffen. Und morgen bin ich auch noch mal dabei. Also ich freue mich, das Wochenende hier zu genießen. Wir wissen natürlich alle, dass Sie ein brillanter Tennisspieler sind. Wie würden Sie Ihre Skikünste beschreiben? Ja, ich fahre schnell. Oder? Darum gefährlich. Und darum fahre ich seit 2008 leider nicht mehr, weil ich eigentlich dazu mal gedacht habe, ja, bis so Ende Karriere, bis 27 war, ich spiele vielleicht noch 5 Jahre und dann komme ich zurück auf den Ski. Okay, jetzt ist es 14 Jahre später, bin ich eigentlich immer noch nicht auf den Ski gewesen. Mirka-Fahrt, alle Kinder sind momentan auch am Fahren. Dann gehen sie nachher dann abholen und erwarte es natürlich wieder, dass ich wieder zurück auf den Ski gehen kann. Aber ich bin immer einer gewesen, der schnell, viel zu schnell gefahren ist eigentlich und die Bögel so ein bisschen auf der Seite gelassen haben. Genau. Was natürlich alle extrem interessiert. Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Gut, viel besser natürlich. Ich war natürlich lange auf Krücken, 2 Monate. Das war eine lange Zeit. Darum musst du wirklich wieder von ganz unten anfangen. Aber ich glaube, es war sicher das Richtige, weil das Knie nicht gut war nach Wimbledon. So konnte es nicht mehr weitergehen. Und darum jetzt bin ich natürlich so ein bisschen in 3 geteilt. Also die ganze Reha oder am Anfang überhaupt einmal wieder zurück auf die Beine zu kommen. Nachher eben wieder ein bisschen anfangen lernen laufen und das Ganze eigentlich aufbauen. Und jetzt komme ich langsam in die Phase rein, wo ich richtig kann, ans Comeback langsam anfangen denken. Aber ich habe gutes Emmerich gehabt, sehr gut sogar vor ein paar Wochen. Was mich sehr gut positiv eingestellt hat. Aber es wird sicher noch eine Zeit gehen. Bis ich Ende Sommer, Anfangs Herbst. Und das ist dann dort, wo ich eigentlich auch das Comeback dann abheile. Wir freuen uns dann, wenn wir Sie wieder sehen. Nicht nur auf der Piste, sondern eben auch auf dem Tennisplatz. Ja, beides, das wäre schön, absolut. Dankeschön. Alles Gute, merci. Danke vielmals. Gleichfalls, tschüss zusammen.